Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Gruß haben sich Christen seit Jahrhunderten gegrüßt am Osterfest. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst in der Freien Evangelischen Gemeinde Cuxhaven. Die Zeiten sind anders. Wir feiern diesen Gottesdienst über Internet und ich freue mich, dass ihr euch eingeschaltet habt, um hier mit daran teilzuhaben und diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen. Ich möchte für diesen Gottesdienst beten. Jesus, wir feiern, dass du auferstanden bist und lebst. Und ich bitte dich, dass du als der lebendige Herr und Gott dich uns erfahrbar machst an diesem Morgen. Ich danke dir, dass wir hier Gottesdienst feiern können, dass wir das rüberschicken können, auch über das Internet in die Wohnzimmer und da, wo Menschen leben, und dass wir so Kontakt haben können. Ich bitte dich, dass du dich erbarmst über die Welt und unsere Zeit und die Nöte, die damit verbunden sind. Wir brauchen dich und deine Hoffnung. Und dass das sich in unseren Herzen ausbreitet, auch an diesem Morgen, darum bitten wir dich. Amen. In diesen Zeiten ist vieles anders. Man kann das beklagen oder man kann einfach kreativ werden und das gestalten. Es gibt Raum für neue Ideen und neue Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen, einander Freude zu bereiten, irgendwie sich Dinge zu überlegen, einen Anruf zu tätigen oder Menschen mit Überraschungen zu beglücken. Und da haben Leute tolle Ideen gehabt. Unter anderem hat Nicole, unsere Kinder- und Teenager-Referentin, am letzten Wochenende eine Idee gehabt und ist ins Auto gestiegen und hat Familien ein Überraschungs-Osterpaket gebracht. Und hat sie damit überrascht. Und wir schauen uns das mal an, wie das gewesen ist. Als Paulus in Rom im Hausarrest oder im Gefängnis saß, haben ihm die Philipper durch Epaphroditus ein Päckchen mit vielen guten Sachen zukommen lassen. Das hat uns auf die Idee gebracht, den 30 Familien unserer Gemeinde ein vorösterliches Paket vor die Tür zu stellen. Und so konnte ich letzten Sonntag und Montag alle Familien besuchen und aus der Ferne grüßen und ihnen dieses Päckchen vor die Tür stellen. Das war richtig, richtig cool und hat großen Spaß gemacht. Noch viel größeren Spaß hat mir gemacht, Fotos von euch zu kriegen, wie ihr Ostergärten bastelt oder Osterhäschen backt. Das war richtig toll. Vielen Dank für die vielen, vielen Fotos. Ich hoffe, dass wir uns bald live und in Farbe wiedersehen und zusammen Bubblegum feiern können. Bis dahin, haltet durch. Bis bald! Tolle Osterpakete, aus denen schöne Sachen geworden sind. Ihr seht jetzt auch gleich noch ein paar mehr Eindrücke, was alles Kreatives in Familien entstanden ist. Eindrücke vom Abendmahl am Karfreitag, wie Leute das für sich zu Hause bereitet haben und ein Gruß per Video, der uns von einem älteren Gemeindemitglied erreicht hat. Liebe Gäste, ich freue mich, auf diesem Wege mit euch Gemeinschaft zu haben. Leider haben wir ja diese schwere Zeit der Corona-Krise. Ja, und heute ist Ostern. Da wollen wir es einfach trotzdem feiern. Unser Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Da können wir uns doch sehr freuen. Und mir fällt auch immer wieder dieser Kanon an aus Psalm 26. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Das heißt für mich, ich gehe so gerne in die Gemeinde und feiere so gerne mit euch zusammen den Gottesdienst und hoffe, dass wir das bald wieder zusammen können. Ich wünsche euch ein ganz frohes Osternfest trotz der Widrigkeiten und grüße euch hiermit. Also, moin aus dem Hauskreis hier in Cuxhaven. Ihr seht, es funktioniert, auch in diesen Zeiten. Liebe, liebe Grüße und frohe Ostern von uns allen.
Ja, Hulda hat da wirklich uns aus dem Herzen gesprochen und vielen aus dem Herzen gesprochen. Gerade für ältere Menschen ist das keine einfache Zeit jetzt. Die wenigen Kontaktmöglichkeiten sind zum Teil unterbrochen, sind nicht möglich. Und ja, wir wollen auch an unsere älteren Menschen denken und schauen, wie man ihnen persönlich begegnen kann, vielleicht durch einen Anruf oder durch andere Möglichkeiten. Mit Liedern Gott besingen ist eine unserer Herzensdinge im Gottesdienst. Und wir wollen das auch jetzt in diesem Gottesdienst tun, werden zwei Lieder miteinander singen und ihr könnt mitsingen oder ihr hört euch einfach die Lieder an und betet sie in euren Herzen mit, so wie ihr das gerne mögt. Seele singen, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und
Ich erzähle euch heute Morgen die Geschichte von Maria. Maria aus Magdala, aus dem kleinen Ort am See Genezareth. Sie war nach der Kreuzigung Jesu früh am Morgen aufgestanden. Und sie war auf dem Weg zum Grab. Am Freitagabend war alles sehr schnell gegangen. Man hatte Jesus, ihren Herrn, gekreuzigt und dann wurde er draußen vor der Stadt von Jerusalem, als er gestorben war, ganz schnell noch vor dem Sabbat vom Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt. Am Sabbat durfte man nicht arbeiten, am Sabbat durfte man keine Menschen begraben und so wurde Jesus nicht mehr einbalsamiert und man wickelte ihn einfach nur in Leichentücher und legte ihn ins Grab. Und so war Maria an diesem Sonntagmorgen nach dem Sabbat am nächsten Tag unterwegs, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Wahrscheinlich war Maria nicht alleine unterwegs. Wahrscheinlich waren noch andere Frauen bei ihr. Wir können das bei den anderen Evangelisten nachlesen. Aber ich erzähle die Geschichte, so wie Johannes sie erzählt hat. Und Johannes legt den Fokus oft auf einen einzelnen Menschen. Typisch Johannes. In seinem Evangelium kann man viele Geschichten lesen, wo Jesus Menschen begegnet ist. Und darum ist das auch typisch Jesus. Weil Jesus begegnet gerne Menschen eins zu eins, von Angesicht zu Angesicht. Auch heute Morgen glaube ich, dass das so ist. Jesus möchte dir, Jesus möchte mir ganz persönlich begegnen. Und das anhand dieser Geschichte von Maria. Maria gehörte zum engeren Nachfolgerkreis von Jesus. Bevor sie Jesus kennenlernte, wurde sie in ihrem Leben von bösen Dämonen gequält und beeinträchtigt. Das hat ihr eigentlich das eigentliche Leben geraubt. Und dann begegnete sie Jesus und Jesus befreite sie von diesen bösen Mächten. Endlich Leben. Seitdem folgte sie Jesus. Ja, bis zu diesem Freitagabend, als Jesus am Kreuz gestorben war. Da waren auch alle ihre Hoffnungen gestorben. Trauer, Angst und Verzweiflung waren jetzt in ihrem Leben und schnürten ihr die Lebenskraft und ihr Herz ab. Endlich war Maria beim Grab angekommen. Aber was war das? Der große Stein, den man vor das Grab gewälzt hatte, damit niemand den Leichnam von Jesus klauen konnte, damit die Geschichte endlich zu Ende war über diesen Jesus, das wollten seine Feinde. Dieser Stein war weggewälzt. Maria schaute in das Grab und schemenhaft konnte sie erkennen, der Leichnam war weg. Sie untersuchte es nicht genauer, sondern sie lief wieder zurück in die Stadt. Sie wollte Petrus treffen. Petrus war so etwas wie der heimliche Anführer des Jüngerkreises gewesen, der mit Jesus unterwegs gewesen ist. Die Jünger hatten sich versteckt. Petrus war an diesem Morgen mit Johannes zusammen. Und Maria
eilte hin zu Petrus und Johannes und erzählte ihnen, das Grab ist auf, der Stein ist weg. Sie haben meinen Jesus geklaut und niemand weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und Johannes, zutiefst erschrocken, machen sich auf den Weg und rennen auch hin zum Grab. Und es kommt zu einer Art Wettrennen, wenn man das so will. Johannes ist nämlich schneller als Petrus, aber Petrus ist mutiger als Johannes. Und wie sie zum Grab kommen und Johannes davor stehen geblieben ist, geht Petrus als erster hinein. Und Johannes folgt ihm. Und was sie sehen, ist erstaunlich. Da liegen die Leinentücher, mit denen Jesus eingewickelt war, und das Schweißtuch, was um seinen Kopf gewickelt war. Es war sorgfältig zusammengefaltet am Kopfende. Das sah nicht nach einem Raub aus, eher nach ziemlich früh aufgestanden und Bett gemacht und dann gegangen. Sollte er, Johannes kommt ins Nachdenken, sollte er tatsächlich leben, auferstanden sein? Irgendwie wuchs da etwas von Glauben in seinem Herzen, aber wie Männer so sind, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, halten sie lieber den Mund und schweigen, und so gehen die beiden schweigend wieder zurück. Plötzlich taucht Maria wieder vor dem Grab auf. Maria, ist ein zweites Mal zum Grab gelaufen. Manchmal ist das so im Leben, dass wir manche Wege zweimal gehen müssen. Zweimal Situationen erleben, um mehr zu sehen. Beim ersten Mal war sie von der Trauer und von der Verzweiflung und der Angst so in sich gekrümmt, dass sie nichts gesehen hat, nicht wirklich etwas gesehen hat. Manchmal muss man diese Orte nochmal zweimal aufsuchen. Manchmal regelrecht Orte, an denen etwas geschehen ist. Oder auch ich erlebe das in der Seelsorge, dass man manchmal mit Menschen an Geschehnisse sich erinnert und herantritt, damit etwas heil werden kann, damit man mehr sieht, damit Licht in etwas hineinkommen kann. Erstaunlicherweise, als Maria dort am Grab wieder auftaucht, entdeckt sie etwas. So dunkel ist es gar nicht. Zwei Engel sind im Grab, Gottesboten. Und sie stellen Maria eine Frage. Warum weinst du? Es ist die Frage nach den Tränen. Es ist die Frage nach dem Grund für die Tränen. Wie heißen deine Tränen? Komische Frage vielleicht. Aber eine Frage, die nach dem Grund der Trauer fragt, nach dem Grund der Angst, nach dem Grund der Verzweiflung. Warum weinst du, Maria? Und sie fordert Maria heraus, ihre Not zu sagen und zu äußern. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Meinen Herrn. Eigentlich weiß Maria, dass Jesus tot ist, aber es ist noch ihr Herr und sie kann es noch nicht so wirklich begreifen. Sie möchte es nicht begreifen, dass Jesus tot ist. Sie sucht nach dem Leichnam von Jesus.
Die Frage nach den Tränen hilft, die Not auszusprechen. Wenn Jesus Menschen begegnen möchte, dann ist diese Frage ganz wichtig. Das ist so ähnlich, wie wenn man zum Arzt geht. Wenn man zum Arzt geht, fragt der Arzt, warum sind Sie hier? Welche Beschwerden haben Sie? Und er fordert einen heraus, das zu sagen. Und manchmal ist das gar nicht so einfach zu sagen, was einen da gerade irgendwie zu schaffen macht. Und noch schwieriger ist das, wenn es um die Seele geht, unser Herz. Warum weinst du? Das ist vielleicht auch eine Frage an dich. Was sind deine Tränen im Leben? Vielleicht deine Sorgen? Wo sind deine Enttäuschungen, vielleicht über Menschen oder Situationen, über die du weinst? Innerlich vielleicht, ganz still. Wo hast du keine Hoffnung mehr und trauerst über verloren gegangene Chancen? Wo wünschst du dir neue Perspektive, aber du denkst, dass sie wohl doch nicht mehr kommen wird? Warum weinst du? Auf einmal steht Jesus hinter Maria. Sie wendet sich um, aber sie erkennt ihn nicht. Vielleicht sind ihre Augen noch voll mit Tränen, vielleicht ist sie wirklich noch gefangen in diesem, was sie ausgesprochen hat und wo ihr der Schmerz bewusst wird. Und dann wird es irgendwie ein bisschen spaßig, weil Maria denkt, das ist der Gärtner. Ich weiß nicht, wie früh die Gärtner damals in Jerusalem aufgestanden sind und was sie in der Dunkelheit vielleicht schon machen wollten. Aber Maria denkt, es ist der Gärtner und sagt, weißt du, wo sie ihn hingelegt haben? Sie sagt es auf die Frage von Jesus. Denn Jesus fragt sie wieder, warum weinst du? Und er macht es konkreter, wen suchst du? Da war das Herz von Maria. Eigentlich suchte sie nicht den Leichnam, obwohl sie davon sprach, sondern sie suchte ihren Herrn, der ihr Hoffnung gegeben hatte in ihrem Leben. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Hast du es vielleicht getan? Weißt du, wo er liegt? Dann will ich hingehen und ihn holen. Und da sagt Jesus nur ein Wort. Maria. Und auf einmal, augenblicklich, erkennt sie Jesus. Rabuni, sagt sie. Mein Lehrer, wird das manchmal übersetzt. Könnte auch heißen, mein Mächtiger, mein Großer, mein Herr. Rabuni. Alles ist klar. Jesus ist wieder da und sie fällt wahrscheinlich Jesus zu Füßen und hält ihn fest an den Füßen. Endlich ist es wieder so wie vorher. Aber Jesus spricht zu ihr, halte mich nicht fest. Ich muss zum Vater im Himmel zurückkehren. Und das bin ich jetzt noch nicht, ich zeige mich euch, schwingt darin mit, aber es ist ein neuer Abschnitt. Ich bin da, aber anders als vorher. Das sollte Maria begreifen. Jesus ist da, aber anders als vorher. Ich muss zu meinem Vater zurückkehren, sagt Jesus. Aber mein Vater ist euer Vater. Mein Gott ist euer Gott. Ich lebe. Jesus lebt. Neue Hoffnung ist in Maria. Aber es wird anders werden. Jesus schickt sie dann los,
sagt, erzähl's den anderen. Und Maria tut das. Sie lässt Jesus los und sie läuft und ihr Herz ist voller Freude, dass Jesus lebt. Ein Wort hat die ganze Situation für Maria verändert. Jesus nennt uns mit Namen. Jesus spricht Maria mit Namen an. Was passiert, wenn wir mit Namen angesprochen werden? Neulich habe ich im Zug gesessen und bin von Hamburg über Stade zurück nach Cuxhaven gefahren. Und ich saß in meinem Abteil und einige Reihen vor mir waren ein paar junge Leute und die machten ordentlich Quatsch und waren sich am Unterhalten und hatten mächtig viel Spaß. Ich konnte aber nicht genau erkennen, wer das ist und wie viele das sind. Und ich hatte auch noch ein bisschen Arbeit mir mitgenommen und war an meiner Arbeit. Kurz vor der nächsten Station standen die jungen Leute auf einmal auf und mein Blick traf einen jungen Mann aus dieser Gruppe und ich erkannte, das ist einer, der auch als Teenager zu unserem Kindersozialprogramm in Stade gekommen war. Kigutu nannten wir das. Es gab Mittagessen einmal in der Woche, mittwochs mittags. Wir haben Hausaufgabenhilfe angeboten, Spiel und Spaß und einmal im Monat auch ein Bühnenprogramm mit einem kleinen Impuls. Und dieser junge Mann war dabei gewesen. Über Jahre gehörte er zu den Kindern, die gekommen sind. Und als er mich sah, sagt er, hey Uli, was geht? Und ehrlich gesagt, ich bin nicht wirklich gut im Namen merken. Und ich ratterte in meinem Kopf und ein kleines Stoßgebet zum Himmel und auf einmal hatte ich den Namen und ich konnte rufen, hallo Hassan, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Und dann haben wir ein paar Sätze miteinander ausgetauscht. Der Zug hielt, Uli, ich muss los. Und alles Gute und Tschüss und weg war er. Ich erinnere mich an das Leuchten in seinem Gesicht, als ich ihn auch mit Namen nennen konnte. Er kannte meinen Namen, ich kannte seinen Namen. Und so kam es zu einer Begegnung zwischen uns. Wenn wir mit Namen genannt werden, dann wächst da Beziehung, dann entsteht etwas. Es wächst Vertrauen zwischen Menschen. Als Jesus den Namen von Maria nannte, da war ihr Herz voll, weil sie erkannte seine Stimme. Und alles, was sie mit Jesus erlebt hatte, war wieder da. Die Beziehung lebte neu auf. Noch etwas geschieht, wenn unser Name genannt wird.
Wir bekommen unsere Identität. Nicht nur die Geschichte und die Begegnung mit Jesus hatte Maria wieder vor Augen, sondern ihr ganzes Leben stand ihr vor Augen, was ihr Leben geprägt hatte. Und sie bekam neue Hoffnung in ihrem Leben. Sie wusste wieder, wer sie war. Und all das geschieht in ihrem Herzen. Und ein letztes. Berufung. Nein, es sollte nicht so bleiben, wie es war. Jesus schickt Maria los. Wir sollen das, was Jesus in unserem Herzen bewirkt, nicht für uns behalten. Und so geht Maria und wird die erste Frau, die bezeugt, dass Jesus Christus lebt und auferstanden ist und die ihn gesehen hat. Marias Geschichte. Ich habe ja geschrieben, Jesus nennt uns mit Namen. Wie geschieht das? Jesus ist ja, das haben wir mitbekommen, schon für Maria, Jesus ist nicht mehr zu sehen. Und wie soll das geschehen? Kann man Jesus noch hören? Ehrlich gesagt kenne ich nur sehr wenig Menschen, die das wirklich erlebt haben, wirklich, dass der lebendige Jesus sie mit Namen angesprochen hat. Und doch glaube ich, dass Jesus uns auch anspricht. Habe das so erlebt. Es geschieht oft nicht durch die Ohren, aber in unseren Herzen. Wenn Jesus wirklich lebt, auferstanden ist, beim Vater im Himmel ist, und durch seinen Geist gegenwärtig sein kann, hier, heute, jetzt, bei dir zu Hause und hier bei mir, dann kann er uns auch ansprechen, sodass wir es spüren und erfahren. Noch etwas gehört allerdings dazu, damit es zu dieser Begegnung kommt, zu dieser Herzensgeschichte, nämlich, dass auch wir Jesus mit Namen ansprechen. Maria hat Jesus genannt und hat ihn betitelt und hat deutlich gemacht, wer Jesus für sie ist. Mein Herr, mein Großer, mein Mächtiger. Und ich mache dir Mut, dass du Jesus ansprichst. Ich weiß von vielen Menschen, dass das der Anfang einer Geschichte war und ist zwischen Jesus und ihnen. Dass sie das so geäußert haben, wie vielleicht, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich erleben, dann möchte ich dich erfahren und dann bitte ich dich, sprich du zu mir in meinem Herzen. Und dann haben sie gespürt, dass Jesus das getan hat, sie mit Namen genannt hat. Es steht einmal an anderer Stelle in der Bibel, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, du bist mein, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Gott ruft dich mit Namen. Und er kann das, weil er lebt. Das muss raus. Und wenn Gott uns mit Namen ruft und wir uns unser Vertrauen auf ihn werfen, wenn unsere Geschichte mit ihm beginnt, dann finden wir unsere Identität. Dann merken wir, wer wir eigentlich sind und wie wir gemacht sind und was er in unserem Leben entfalten möchte. Und er zeigt uns auch, was unsere besondere Aufgabe in dieser Welt sein soll. Und dann geht's los. Für Maria sofort, sie rannte los und erzählte es den Jüngern. Für dich kann das vielleicht auch heute sein, durch diesen Gottesdienst. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du lebst und dass du nicht im Grab geblieben bist und dass durch deine Auferstehung wirklich der Tod besiegt ist und dass das besiegelt ist, dass nichts und niemand uns trennen kann von dir und dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern für Menschen, die dir vertrauen, bedeutet das ewiges Leben. Wir dürfen beim Vater im Himmel sein, so wie du jetzt schon da bist.
Dafür danke ich dir von Herzen. Jesus, wir leben in dieser Welt und wir brauchen es, dass du uns persönlich ansprichst in unserem Leben. Und dass es zu dieser Begegnung kommt. Du siehst, welche Menschen diese Sehnsucht haben, dass es geschieht. Und ich bitte dich, dass du diese Menschen jetzt ansprichst. Und ich bitte dich, dass diese Menschen den Mut haben, dich in ihr Leben einzuladen. Danke, dass du kommst, wenn wir dich bitten. Und dass du erfahrbar bist und dass du unser Leben neu machst und wir mit dir unterwegs sein dürfen. Das ist Auferstehungsfest, Jesus. Dafür loben wir dich und danken dir. Amen. Danke, dass ihr dabei wart.
Es ist ein besonderes Osterfest. Wir werden es so schnell nicht vergessen, allein schon durch die Zeit, in der wir leben. Und wir Menschen brauchen in dieser Zeit viel Hoffnung, mehr denn je. Vielleicht kannst du durch das Gehörte neue Hoffnung fassen. Ich würde mich freuen. Vielleicht kannst du auch für andere zu einem Hoffnungsbringer werden. Das wäre gut. Ich möchte Gott um seinen Segen bitten und um seinen Frieden für uns in unserem Leben. Geht in Frieden und glaubt fest, dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat. Geht in Frieden und entdeckt, wie schön es ist, Gottes Liebe weiterzugeben. Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch mit seinem Trost und mit seiner Liebe. Gesegnetes Osterfest, schön, dass ihr dabei wart. Bis bald und tschüss. Wenn ihr uns weiter folgen wollt, hier könnt ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren und hier findet ihr die Playlist. Schaltet euch in die anderen Botschaften ein. Wir würden uns freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.